Hallo liebe Freunde der Zockerdudes, ich bin's der Dambo und wir machen hier heute wieder ein neues Match in unserer Ultimate Team Season, Online Season. Und wir hoffen natürlich, dass wir hier 3 Punkte einfahren. Ihr seht diesmal das ganze Spiel, einige hatten sich ja gewünscht, dass ich das ganze Spiel zeige, dann werde ich das jetzt auch so machen. Ihr werdet es ab und zu mal ein bisschen knacken hören. Jetzt sehen wir hier aber schon die erste Chance von unserem Gegner. Badaboom, da ist das 1:0 nach 3 Minuten. Unglaublich, früher Rückstand, das ist immer richtig bitter, weil man dann immer gleich angepisst ist. Ja, das ist natürlich ärgerlich, da müssen wir halt unseren Anstoßtrick machen. Nützt ja alles nichts, aber er kommt nicht durch, er kommt nicht durch. Es regen sich hier sehr, sehr viele über diesen Trick auf. Oh, schöner Doppelpass und Schussmöglichkeit. Aber sehr gut gehalten von, ich glaube, er hat Tschech drin, ne? Peter Tschech ist da, glaube ich, drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das war natürlich ein richtig schöner Schuss. Ein klasse Zusammenspiel. Astreiner Doppelpass. So, und wir haben Einwurf. Piszczek sieht da keinen freien Mann. Doch, da findet er den Shaqiri. Shaqiri wird auch weggedrängelt. Kann den Ball aber trotzdem behaupten. Will das Ding in die Mitte bringen. Da ist Lewandowski, aber er läuft einfach am Ball vorbei. Und dann krasser Fehlpass. Quadrado. Quadrado. Mit der Möglichkeit, aber da ist der Finesse-Shot. Und dann Fehlpass. Oh, und Ballabnahme. Nicht geklappt. Schade. Ich glaube, das muss ich auch ein bisschen üben mit den Finesse-Shots. Also das muss echt ein bisschen besser gehen. Aber wir hatten auf jeden Fall den Ausgleich hier auf dem Fuß. Und hätten hier schon das 1:1 machen können. Das wäre auch psychologisch sehr wichtig gewesen, denn wenn man ein frühes Gegentor ausgleicht, dann ja, kommt man schnell wieder runter. Je mehr Zeit verrinnt, umso schwerer ist es natürlich auch, einfach psychisch da dem Druckstand zu halten und am Ball zu bleiben, sich zu konzentrieren. Das ist immer sehr, sehr schwierig. So, jetzt. Auf Shaqiri haben sie es irgendwie abgesehen. Lewandowski findet überhaupt keine Anspielstation, da ist keiner. Wir müssen ein bisschen wechseln und dann Gündogan. Eigentlich ein schöner Schuss, schöner Pass. Der findet aber keinen Abnehmer, beziehungsweise kann keinen finden, weil der Schiedsrichter das Vorteil da wegpfeift. Hätte man laufen lassen können, man weiß nicht genau, ob der Ball dann angekommen wäre. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit dann gewesen. Nur erste Ansätze von Zeitspiel hier zu sehen. 16 Minuten sind gespielt, wir liegen immer noch 0:1 zurück und hoffen natürlich, dass wir hier ein Spiel finden. Wir brauchen die 3 Punkte. Mission Aufstieg ist ja unser Ziel. Und ich denke, das sollten wir auch schaffen. Jetzt ist da richtig viel Platz. Alaba. Alaba macht Platz, aber er verliert da richtig Geschwindigkeit. Sieht aber trotzdem Quadrado. Quadrado bringt das Ding in die Mitte, aber richtig schön übergegriffen. Dann Fallrückzieher. Von Lewandowski war es, glaube ich. Fallrückzieher von Lewandowski kann gehalten werden, aber der erste, den der Torwart erhält, der ist sensationell gehalten. Das ist richtig, richtig stark. Meine Güte, da hätten wir wirklich jetzt das 1:1 verdient gehabt. Nach 20 Minuten. Muss man ganz klar so sagen. Denn so viel kam von unserem Gegner nicht mehr. Nur noch Druck auf Seiten Zockerdudes. Das ist ein bisschen schade, dass sie da die Bälle so blöde annehmen. Er hätte den sich vorlegen können, dann wäre er da komplett durch gewesen einfach mal. Und das hätte wieder eine sehr, sehr gute Möglichkeit ergeben. Jetzt aber unser Gegner mit einem schönen Fehlpass und da kommt der Pass auf Aubameyang. Das war natürlich kein Abseits. Was kann Aubameyang machen? Er schießt den Torhüter an. Meine Güte, nach 25 Minuten hier schon die richtig dicken Chancen, um den Ausgleich zu kriegen. Aber es soll irgendwie nicht sein. Es soll nicht sein. Warum auch immer. Bei unserem Gegner läuft aber auch nicht. Rooney schießt da ein bisschen leichtsinnig direkt in die Arme von René Adler. Wieder Zorgadus im Vormarsch mit einem richtig schönen Pass auf Gündogan. Gündogan guckt sich die Ecke aus und zieht einfach mal auf die kurze Ecke. 1:1, da ist es doch. Das lange ersehnte und verdiente Ashley Young. Die Arme über den Kopf. Auch Vidic kann es nicht glauben. Ihr seht das aber richtig schön. Der Pass war natürlich sensationell und Gündogan braucht dann nur noch in die kurze Ecke einschieben. Ich glaube, die kurze Ecke ist sowieso immer die bessere Option. Habe ich mir auch sagen lassen. In der langen Ecke, da kann der Torhüter sich halt immer in Szene bringen, weil er halt sehr oft übergreifen kann und die Pille dann irgendwie da rausfischt.
wenn man auf die kurze Ecke schießt, ist das ein bisschen schwieriger für den gegnerischen Torhüter. Deswegen also mein Tipp, immer auf die kurze Ecke schießen, wenn ihr es denn nicht schon wisst. Und wir lassen nicht locker. Wieder ein schöner Pass auf Guardado. Guardado kann den Ball nicht in die Mitte bringen, weil er vorher gestört wird da in der Abwehr, die eigentlich sehr gut aufpasst. Wobei sich unser Sturm auch richtig schöne Chancen schon erspielt hat. So muss man es ja auch sagen. Also, da ging ja schon einiges. Wir nähern uns der Halbzeitpause. 33 Minuten sind gespielt und die Frage ist, geht da noch der entscheidende Pass? Der entscheidende Zug? René Adler muss den Ball haben. Hat er auch. Kein Problem. Weiter Abwurf und dann ein kleiner Fehlpass. Ich glaube von... Nee, Alaba kann es nicht gewesen sein. Schöner Pass auf Walker. Er passt das Ding und findet Rooney aber nicht. Der will ja einen Seitfallzieher versuchen, aber er geht ein bisschen daneben. Und ihr seht es halt auch jetzt. Wir hatten jetzt, glaube ich, den zweiten Sprung gerade. Das ist halt so ein bisschen das Aufnahmeproblem. Weshalb ich auch immer zusammengeschnitten habe. Schöner Pass. Sucht Balotelli. Balotelli kann den Ball aber nicht kriegen. René Adler spielt ja ganz locker raus auf Alaba. Und Alaba kann das Spiel breit machen. Auf Guardado in den Außen. Der sieht dann Gündogan. Der schiebt weiter auf Aubameyang. Und Aubameyang sieht da Lewandowski laufen, der sich auch ein bisschen durchsetzen kann. Bringt den Schuss aufs Tor. Aber der kann abgewehrt werden von Peter Cech. Zur Ecke. Ecke Zocke, Dudes, da ist doch einer. Ah. Mats Hummels mit der dicken Chance zur Führung. Wieder ein krasser Fehlpass. Finesse-Shot und Peter Cech ist da wieder da. Der wird hier heute richtig in Szene gesetzt. Unglaublich, was der schon rausgefischt hat. Aber so ein Schuss muss natürlich drin sein. Wie der Ecke Zocke, Dudes. Der findet wieder den Mann. Mats Hummels. Seine zweite Chance. Auf das Kopfballtor nach einer Ecke. Eieiei. Also wir sehen schon, die Zockertuts sind da dran, sind am Ball. Sie wollen es wissen. Der Druck ist da. Man spürt, die drei Punkte sollen nach Hause gehen. Ob es so klappt, wir wissen es nicht. Denn wenn man viele Chancen versiebt, dann wird man auch leicht gefrustet und macht den entscheidenden Fehler in der Abwehr. Wenn man dann ein Gegentor kassiert, dann ist es natürlich richtig bitter. Aber das wollen wir ja gar nicht uns ausmalen, so ein Szenario, das... Da gehen wir jetzt einfach mal von aus, dass das nicht klappt. Oder nicht passiert, so. 45 Minuten sind rum, es läuft die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und wir sehen hier nochmal einen kleinen Angriff, der aber ganz easy abgestört werden kann. Abgestört werden kann, das ist auch richtig gut. Der Dambo mit Neudeutsch. Schöner Pass auf Gündogan. Gündogan zieht da in die Mitte rein. Der muss auch drin sein. Was macht er denn da? Er visiert die kurze Ecke an und trifft nur das Außennetz. Da hätte man wirklich was draus machen können. Und dann wieder hier diese gefährlichen Rückpässe. Unglaublich. Also Cech hält da einiges. Aber die Pässe, die unser Gegner hier spielt, das ist ja wirklich unglaublich. Die Abstöße immer in die Füße von unseren Stürmern. Wir lauern da natürlich, ist ja klar. Aber das darf nicht passieren. Walcott will da die Flanke reinbringen und Rooney bedienen, aber die kommt gar nicht an. Dennoch Ecke. Rooney steht da schon bereit. Ecke geht rein auf Balotelli. Der kann aber nicht hoch genug springen. Und dann ist es aus der zweiten Reihe. Paulinho mit einem Haken, mit noch einem Haken. Und dann hakt er sich einfach fest. Und so ist es kein Problem für René Adler, die Pille festzuhalten. Wahrscheinlich mit einem Abschlag jetzt die Halbzeit einzuläuten. So ist es. Die ersten 45 Minuten sind um. Es steht 1:1 nach einer packenden Begegnung. Da wäre mehr drin gewesen. Aber nicht unbedingt für beide Seiten. Ich finde, wir waren da schon das stärkere Team. So muss man sagen. Die Chancen, die wir haben liegen lassen, die sind da nicht ganz außer Acht zu lassen. Also man hätte hier wirklich schon mindestens mit einem Tor führen können. Aber er hat einfach auch ein Tier im Tor, den Peter Cech, der hier auch wirklich Schlimmeres schon verhindert hat. Aber auch irgendwann ist sein Wille gebrochen. Er kann auch nicht alles halten. Und ich hoffe, dass wir dann bereit sind, um den Treffer zu erzielen. Obwohl, sieht Gündogan auf Lewandowski macht einen schönen Pass, der kommt aber nicht ganz durch auf Aubameyang und dann ist es mal ein Fernschuss. Sah gar nicht so gefährlich aus, aber wurde er dann, ich glaube Toni Kroos war es, kann nur zur Ecke geklärt werden und da ist Mats vorbeigesprungen, ich glaube es war wieder Mats. Peter Cech konnte aber da halten, das war ein richtig schöner Fernschuss, um da nochmal drauf zurückzukommen, das war
Ast rein. Er sah gar nicht so wild aus, aber wurde dann richtig gefährlich, weil er sich wie ein Stein gesenkt hat dann am Ende. So ein bisschen wie die Freistöße von Cristiano Ronaldo, die sich am Ende dann nochmal so richtig extremst nach unten ziehen. So, Alaba konnte da nicht verhindern, dass Paulinho zum Schuss kommt. Ecke. Ah, ist gar kein Problem für René Adler. Sehr gut. Und mal ein bisschen Ruhe reinbringen, mal ein bisschen warten. Bisschen Aufbauspiel. Das ist ja auch immer sehr, sehr schwierig, weil das immer alles so hektisch läuft bei FIFA. Es geht immer nur in die eine oder in die andere Richtung. Zack. Rooney hat da eigentlich noch seinen Mann gesehen, aber der war dann schon auf Rückweg, dass er den Ball nicht mehr kriegen konnte. Das war natürlich dann ein bisschen koordinationsschwierig. Wir sind jetzt ein bisschen in unserer Abwehr gefangen, können vielleicht aber jetzt hier einen Konter setzen. Aubameyang, der sich da gut mit einem Haken durchsetzt, dann aber die Pille verliert. Balotelli sieht da Rooney, aber Rooney ist da nicht schnell genug. René Adler kommt raus und kann den Ball behalten, aufnehmen. Ja, das Spiel ist ein bisschen ruhiger geworden. 16 Minuten sind jetzt gespielt, es sind noch 30 Minuten zu gehen und das Spiel wird ruhiger. Man möchte natürlich jetzt auch keinen Fehler machen, denn jeder Fehler kann hier wirklich die Entscheidung bringen schon. Aber Walker ist über die Außen durch, bringt die Flanke rein auf Balotelli. Ist aber nicht genug Schmackes drauf, sodass René Adler da leicht die Spieler die Pille aufzupflücken. So, Shaqiri, da hätte man den Pass außen spielen können auf Piszczek, der da gelaufen war, aber er hat den Ball verloren und leitet hier einen Konter ein. Young, auf, Balotelli! Ah! Auch nicht schlecht. René Adler, letzter Mann, ist da. Shaqiri mittlerweile verletzt. Jetzt haben wir Fellaini, der da versucht, an Kopfball ranzukommen. Und jetzt haben wir einen Konter Zockeduz. Aber da ist keiner. Lewandowski muss hinten rumspielen, weil keine Anspielstation da ist. Piszczek jetzt über die Rechtsaußenlinie versucht, da den Ball festzumachen. Kriegt ihn auch kontrolliert. Doppelpass. Piszczek wieder. Piszczek, da ist keiner. Er muss abbremsen. Macht er richtig gut. Bringt das Ding jetzt rein. Und da steht Lewandowski. Lewandowski köpft das Ding am Tor vorbei. Aber das hat Piszczek sehr gut gemacht. Musste ein bisschen Fahrt rausnehmen, um da ja, überhaupt eine Anspielstation in der Mitte zu finden. Und Lewandowski konnte sich dann gut positionieren. Hat dann auch den Kopfball bekommen. Konnte sich durchsetzen, aber hat ihn dann doch neben das Tor geköpft. Schade, schade, schade. Das ist natürlich gewesen. Jetzt so ein 2-1. Das bringt dann nochmal ein bisschen Befreiung. So bleibt es aber beim 1-1 und bei einer spannenden Partie. Oh, Young setzt sich da gut durch. Young bringt das Ding rein auf Balotelli. Mensch, der Balotelli, der hat jetzt aber auch ein paar Chancen auf dem Fuß gehabt. Da hätte auch schon mehr passieren können. Eieiei, Vidic kommt nicht am Ball ran. Meine Güte, Balotelli. Auch schon ein bisschen gefrustet, wie man es in der Situation eben sehen konnte. Walcott will das Ding in die Mitte bringen, aber da ist Young. Young kriegt den Ball kontrolliert. Young auf Balotelli wieder, der aber den Ball nicht kontrolliert kriegt. Und so sind wieder die Zockerdudes im Ballbesitz. Und es geht jetzt wirklich nur noch hin und her. Offener Schlagabtausch. Guardado. Guardado macht ein paar Meter, zieht ihn in die Mitte rein. Das macht er gut, das macht er gut. Jawohl, Haken, Haken. Und dann hakt er sich aber auch fest und kann den Zug zum Tor leider nicht vollenden. Schade eigentlich. Sehr gut gesehen. Ashley Young ist da wieder am Durchstarten. Aber das ist eine ganz schlechte Flanke. Den kann René Adler aus der Luft pflücken. Eieiei, offener Schlagabtausch. Mann, Mann, Mann. Wieder die Zockerdudes. Sehr gut abgefangen, die Pille. Und jetzt muss es schnell gehen. Wunderschöner Pass auf Lewandowski. Lewandowski zieht auf die linke Seite und bringt das Ding rein. Postentor. Unglaublich. Par excellence. Das war richtig, richtig gut. Der Pass war natürlich auch sensationell durch die Mitte in die Schnittstelle. Und Lewandowski macht da natürlich einen super Laufweg. Ist natürlich auch ein schneller Mann. So wie man ihn kennt. Richtig gut gemacht. Die kurze Ecke anvisiert. Peter Cech total chancenlos. Und es war wieder die kurze Ecke. Leute, ich sag's euch, wenn ihr es nicht schon gemacht habt oder macht, dann kurze Ecke anvisieren. Da hat der Torwart wirklich immer ganz schweres Spiel.
Und das haben wir jetzt schon zweimal gesehen. So sind beide Tore entstanden. 2:1 für die Zocker-Dudes. Das war wichtig. Und die Frage ist natürlich, können wir das Ergebnis jetzt so halten? Das ist die Frage aller Fragen. Fehlpass. Balotelli auf Rooney. Rooney will ja den Pass auf Fellaini spielen, aber da kam natürlich nicht durch. Da muss die Abwehr jetzt auch mal clever sein. Es wird hinten rumgespielt. Richtig schön gemacht. Lewandowski bringt das Ding auf Gündogan. Shaqiri und Doppelpass mit Shaqiri. Shaqiri ganz alleine auf rechts außen. Bringt das Ding in die Mitte. Flach sogar auf Gündogan. Der kriegt den aber nicht kontrolliert, weil es natürlich ein richtig starker Druckpass gewesen ist. Der war richtig schwer zu kontrollieren. Der hätte vielleicht auch ein bisschen durchgehen sollen. Aber so ging er an ihn. Jetzt nochmal. Young versucht das in die Mitte zu bringen, das Ding. Da ist Balotelli! René Adler mit einer ganz dicken Glanztat. Unglaublich! Mann des Abends hier, René Adler. Balotelli hätte hier das 2:2 erzielen müssen. Es gibt nochmal Ecke. David Luiz kommt nicht am Ball. René Adler aber auch nicht. Springt da richtig vorbei. Und jetzt Guardado. Der hat natürlich Zeit. Kann Toni Kroos in Szene bringen. Toni Kroos macht da den krassen Fehlpass. Der hätte natürlich auch versuchen können, alleine durchzulaufen. Meine Güte, ein offener Schlagabtausch. Die Nerven liegen blank. Hier spielen wir den Ball schon ins Aus. 2:1, das ist ein knappes Ergebnis. Und hier ist jederzeit der Ausgleich möglich. Aber es sind nochmal die Zocker-Dudes am Drücker. Aubameyang auf Lewandowski. Lewandowski auf links, zieht das Ding aus. So, Petercich kann da gut halten und Schlimmeres verhindern. Das wäre natürlich die Entscheidung jetzt gewesen. 90 Minuten sind um, 3 Minuten Nachspielzeit. Ecke Zocker-Dudes. Toni Kroos bringt das Ding rein. Boateng. Und dann ist es wieder. Ich weiß gar nicht, wer war es? Mats Hummels mit dem Nachschuss, der dann aber weit übers Tor geht. Eieieiei. 2:1. Das war's. Spannendes Spiel. Richtig spannendes Spiel. Danke an unser Gegner. Das hat richtig Laune gemacht. Ich hoffe auch, dass es euch Spaß und Laune gemacht hat. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns doch ganz bestimmt in einer nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Bis denn.